Huch! Verkohlter Schädel! Wo habe ich den denn her? Schädelhaufen. Of a long dead warrior. It's unlikely that the proper warrior will grant him any peace. Verkohlter Schädel. Ist das eine Trophäe? Trophäe vom Krieger? Kann das sein? Oder ein Loot-Item? Ich habe keine Ahnung. So, und du kommst mal her, bitte. So, dein Loot möchte ich auch ganz gerne haben. Und du stirbst ebenfalls. Energieschild. Bevor der andere Vulture auch noch kommt. Vulture. Na komm her. Kein Bock auf mich. Jetzt kommt der Dichter. Nö. Gut. Nach da ist nicht so gut, ne? Wie man sieht. Sollte wenn dann eher nach da. Ich gehe mal hier so lang. Keine Ahnung. Theoretisch kurz zurück, ne? Bei dem ganzen Loot, den wir gefunden haben. Obwohl, das hier ist Müll. Das brauchen wir nicht. Da ist wieder ein Stein, den wir zerstören können. Ich gehe mal vorsichtig so. Hier sind Pilze. Die nehme ich auch mit. Alles, was man sammeln kann. Her damit. Oh, jetzt habe ich Straußenfahren mitgenommen. Das wollte ich gar nicht. Weil ich weiß auch nicht genau, was wir damit tun müssen. Also, wofür das Zeug da ist. Aber selbst wenn wir es bräuchten, können wir es immer noch übel easy farmen, ne? Oh, stimmt, mein Stab ist gleich kaputt. Ich sollte kurz zurückgehen, oder? Ich mache mal kurz das Ding kaputt. So, Energieschild. So. Und die Pilze da oben nehme ich natürlich ebenfalls mit. So. Nein, bleib hier. Und die beiden auch noch. Und dann mache ich hier oben mal ein Energieschild hin, würde ich sagen. Energieschild. Warum verwechsel ich immer wieder Portal und Energieschild? Aber ich glaube, weil das die beiden Dinge sind, die ich am häufigsten erwähne, ne? Glaube ich. So. Gut. Oh oh. Ja, er muss mal kurz hierher. Wow! Portal kracht gleich an, ne? Nee, das ist doch da in dem Stein fest. So, Energieschild. So. Und wir müssen, glaube ich, auch ein wenig zurück, weil es Nacht wird. Kann das sein? Erstmal will ich hier den Loot haben. Und ich muss die beiden Krieger killen. Das gibt wieder ordentlich Erfahrung. Weil die so viel Life haben. Und da haben wir schon mal geskillt. Nummer 1. Und Nummer 2 machen wir auch noch platt. Und dann nicht sie weg hier. Ha! Ausgewichen. Wow! Vielleicht steht leider neben mir. Dreist. Kurz Mana-Trank ballern, wa? Stab kaputt. Gut, da muss ich den nehmen. So, nämlich. Und dann gehen wir kurz zurück. Ach ja, und da war noch ein Portalstein. Ja, ist gerade keiner da. Komm, wir lesen mal fix. Als der König die verkohlten Überreste eines großen Saales sah, schwor er, seinen Feinden ein Feuer zu zeigen, das doch viel größer sein würde als der kleine Funke, den sie entfacht hatten. Mit seinem Atem machte er unsere Stadt dem Erdboden gleich und brachte Krieg über das ganze Land. Ein Teil des Volkes blieb dem König treu, aber viele versuchten, seinen Zorn zu stillen. Brüder kämpften, Brüder und Schwestern. Was? Brüder kämpften gegen Brüder und Schwestern gegen Schwestern. Das Königreich der Smaragdflamme wurde von innen zerrissen. Nun stehen nur noch diese verkohlten Ruinen, in denen nicht einmal die Toten Ruhe finden können. Ist aber schade. Interessant. Das war also hier mal ein Zwergenreich oder wie? War das? Oder, also es wurde ja nicht gesagt mit Zwerg, aber hier laufen halt so Zwerge rum und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Gebiet, also dass das Land Valheim wohl mal irgendwie von Zwergen kontrolliert wurde. Da geht's weiter, oder? Nee, das ist das, was wir schon hatten.
Gut. Ja gut, also wie auch immer, wir müssen zurück und pennen gehen. Perfekt. Und hinüber. Ja, jetzt sieht man es natürlich. Ah doch, wenn das Portal leuchtet. Da ist besser, ne? So erkennt man wenigstens, was da steht. Fand ich. War mir irgendwie ein Anliegen. So, weg damit. Und wir müssen sowieso kurz nach unten alles reparieren. Ja, stimmt, ne? Weil der Stab jetzt natürlich noch nicht auf der höheren Stufe ist, verbraucht er sich deutlich schneller. Aber was ich gelesen habe, dass der broken ist und man extrem exorbitant schnell damit skillt, das stimmt. Das können wir bestätigen. Also, wer schon auf Public Test Server spielt und Magier ist und Elementarmagie skillen möchte, ja, man kann natürlich den Froststab nehmen und kann damit auf Frostgolems ballern, weil die sind immun und man skillt unendlich. Aber der hier ist echt die absolute Geheimwaffe, der Stab der Spaltung. Wie dem auch sei, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Alter, ich habe das schon letzte Aufnahme gesagt, ne? Aber mir fällt diese Aufnahme schon wieder auf. Die Schlafsequenz dauert jetzt deutlich länger. Letztes Mal hatte ich das erwähnt, dann ist kurz darauf sogar das Bild eingefroren. Ihr erinnert euch vielleicht in der einen Folge, wo ich dann das Spiel neu starten musste. Aber so oder so, immer wenn wir schlafen gehen, brauchen wir jetzt gefühlt 3 oder 4 Mal so lang wie vorher. Und dann frage ich mich, naja gut, okay, dann macht er vielleicht ja jetzt das Speichern und so, während wir schlafen. Aber nein, wir stehen auf, gehen hier dann immer die Treppe runter und dann speichert er. Hä? Warum machst du das nicht in einem? Dann mach das doch, während ich schlafe. Wenn du schon so viel Zeit frisst, dann kannst du das Speichern da doch auch machen. Dann laggt's doch nicht, während ich zocke. Oder? Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass die Iron Gate-Leute sich nichts dabei gedacht haben. Ich bin doch selber Programmierer. Ich verstehe nicht, warum sie das so gemacht haben. Hm. Na gut, wie dem auch sei, wir gehen weiter. So, ach ja, na klar. Stimmt. Das war jetzt natürlich nicht so klug. Hier hoch. Portal weg. Und das weg. Und die ganzen Portal-Sachen auf jeden Fall mitnehmen. Oh, oh. Habe ich sie alle? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Sehr gut. Und hier haben wir theoretisch noch was davon. Das nehme ich mal mit. Aber wenn der andere Kram wichtiger ist, dann sortiere ich es wieder aus. Ne? Das nimmt ja schon echt ordentlich Gewicht weg. Aber wo es hier doch gerade so liegt. Ne? So. Und ihr wollt es wissen, wa? Ja, die wollen es dringend wissen. Tschüss. Klingt schon geil, wenn man damit kämpft. Diese Mini-Explosion finde ich sehr hammer. Klingt irgendwie satisfying. Ich kann mir nicht helfen. So, sehr gut. Perfekt. Und wir sind hier tatsächlich wieder mitten im Nirvana, ne? Ich glaube, ich muss echt wieder mit dem Schiff fahren. Oder wir... Ah, da ist ein Stein. Bauen wir den ab. Ja, komm, schnell. Schnell, 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 schnell. Solange unser Energieschild noch an ist. So. Zack. Und sämtliches Pulver mitnehmen. Haben wir, glaube ich. Hier ist noch Stein. Und nicht sie weg hier. Und du wirst hiermit umgebracht, damit wir ordentlich skillen. Ah, da ist wieder einer von den Kriegern. Aber erstmal die hier. Boah. Hä? Kann es sein, dass wir jetzt schon doch deutlich mehr Schaden machen als vorher? Ja, ne? Wahrscheinlich wegen der Skillung, kann das sein? Angst habe ich trotzdem. Das wären gerade ganz schön viele. Soll ich den Stab wechseln? Oder ich mache es mit Taktik. Erst die Fernkämpfer. Der eine Krieger hat sogar einen Stern. Obwohl, den hier kill ich eben, weil er so wenig Life hat. So, wenn er brennt, läuft er weg. Ich mache mal den Scharfschützen hier platt, wa? So. Sehr gut. Wir sind überladen, wahrscheinlich wegen dieser Steine hier. Dann möchte ich lieber gerne den anderen Stuff haben. Sowas hier.
dreist ausgewichen. Und nochmal geskillt. 62! Okay. Naja, gut. Scheint zu funktionieren. Mann, jetzt stirb! Oh, dieses Weglaufen! Macht mich wahnsinnig! Es macht mich wahnsinnig! Was soll das denn? Da, jetzt läuft er wieder weg. Oh. Meine Fresse, Eilengate. Ey, was macht ihr denn da? Hauptsache, es fuckt übel ab. Ehrlich. Ja, ich will mich nicht beschweren, ist natürlich trotzdem ein schönes Spiel, ne? Da so lang? Aber das sind überall Ruinen, da habe ich Angst. Hier ist so ein Baum, okay. Huch, wo kommt ihr denn her? Wohnt ihr hier? Warum seid ihr durchnässt? Da sollte ich Frost nehmen, ne? Oh. Oh, ich habe gar keine Ausdauer mehr. So, jetzt habe ich Ausdauer. Und tschüss. Und ich nehme mal Frost. Weil dann kriegen die extra damit Stahl. Man sieht's, ne? Wenn sie nass sind, kriegen sie extra Schaden von Kälte. Nämlich. Sehr gut. Ah, da ist noch einer. Da nehme ich wieder den, ja. Hä? Warum kriegt der keinen Schaden? Ach so, weil er nicht nass war. Die sind nass. Hä, wo kommen die denn her? Ich gehe da mal kurz hoch. Ist da ein Spawner, den ich nicht sehe? Ja, ist es. Kein Wunder. Hm, ja, dann hau ich mal ab hier. Aber wie und wohin? Ist natürlich die große Frage. Huch, was ist denn mit dem Sound? Der klingt irgendwie gerade leiser. Wenn ich hier drauf stehe, schaffe ich es darüber zu schwimmen? Niemals, ne? Das schaffe ich doch niemals, weil hier ist ja kein Boden, ne? Hier ist direkt Schwimmwasser. Ja. Mann! Ich will das Schiff nicht schon wieder auspacken. Oh Mann. Warum haben wir denn so ein Unglück? Mit unseren Ashlands. Ist doch wohl nicht wahr. Oder schaffe ich es da hoch? Es sieht irgendwie so aus, als wenn man es schaffen könnte, aber... Wenn ich zum Beispiel hier oben drauf stehe. Nee, ich kann da ja nirgendwo hoch. Nee. Da sollte ich mich auf meine Intuition verlassen und ich verziehe mich. Hä? Ach so, er hat einen Stein geworfen. So, solange du nass bist. Warum ist denn das so leise gerade? Oder ist es... Hä? Sind das meine Kopfhörer gerade? Oder hört ihr das auch? Keine Ahnung. Ich werde jetzt später herausfinden, wenn ich es schneide. So, Rauchwölkchen, hör damit. Und dieses Rauchwölkchen ebenfalls. Rauchwölkchen ist auch ein süßer Name für einen Pilz. Da komme ich doch rüber, oder? So. Und du kommst auch nochmal her. Tschüss. Ah, hier oben drauf. Das schaffe ich definitiv. Also hier drauf. So. Ausdauer. Schön aufladen. Was ist denn darüber? Ich probiere mal hier hoch. Na komm. Ich versuche mal auf den Stein da zu kommen. Ja, das sollte machbar sein. Gut. Sehr gut. Ja, dann müssen wir wieder durchs Kochwasser. Kommen wir nicht drum rum. So sei es. Hm.
Wir könnten theoretisch kurz Sachen wegbringen. Ja, auch gewichtmäßig ist ordentlich. Aber theoretisch haben wir gerade keinen akuten Bedarf daran, Platz zu schaffen oder Gewicht. Da ist nur Wasser, das gibt's nicht. Ja, Schiff, ne? Ich muss wieder das Schiff auspacken. Ich komme nicht drum rum. Ich komme einfach nicht drum rum. Warte mal, ich gehe mal hier oben auf diesen Stein und slide da mal rüber. Ausdauer auf Max. Dann hier hoch und rüber geslidet. Und dann baue ich mir hier ein Schiff hin, dass wir nach da können. Hier so hin. Mal gucken, was es da gibt. Gut, weil zurück müssen wir sowieso. Wir sind nämlich auch vom Gewicht her bereits überfüllt. Oh, das war nicht so klug. Wenn ich den abreiße, dann muss ich schwimmen gehen. So sei es. Verschiedenes. Und er hat direkt immer das Portal. Das finde ich sehr geil. Und hier mache ich mal so, damit ich nicht, wenn ich wiederkomme, im Wasser lande. So. Und das bringen wir kurz weg. Huch. Durch bitte. Sehr gut. Ah, jetzt ist der Sound wieder normal. Okay, es waren nur meine Kopfhörer. Gott sei Dank. Also habt ihr wahrscheinlich gar nichts davon mitgekriegt. Meine Kopfhörer haben leichten Wackelkontakt. Aber auch nur einen leichten. Wie dem auch sei, wie spät haben wir es denn? Mittags. Ja. Ne, viel besser zu lesen. Zack, Mittag. gut ausgeruht sind wir auch noch. Wir haben außerdem gut gegessen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein Stück weiter. Und wir nehmen dafür das Schiff mit. So. Perfekt. Fünf. Was ist denn? Da. Huch. Zwei neue Sachen sind dazu gekommen. Weil das Schiff war vorher hier, oder? Stimmt, wir haben einen neuen grausten Peil. Schädelhaufen haben wir jetzt auch. Ist sonst noch was dazu gekommen? Nee, ne? Doch! Aschenholz-Palisadenwall. Alter! Oh. Das sieht ja geil aus. Also ich meine, die sahen schon cool aus. Ne? Die sind ja erbärmlich, aber das hier, Alter. Oh. Damit kannst du ja King Kong aufhalten. Sehr gut. So. Ich baue den mal hier ins Water hinein. Und zwar hinten. So ungefähr. Plutsch. Ach ja, und ich wollte auch gucken, ob man die auf Lava bauen kann. Ich wette, es geht nicht. So, also diese, nicht das kochende Wasser, sondern die fließende Lava. So, habe ich alles. Jo. Und hier wird es jetzt ein bisschen nervig. Da werde ich wahrscheinlich nass. Na gut. Dann schnell rüber geschwommen. Und hoch da. Und da würde ich sagen, let's go. Aber ich muss ein kurzes Päuschen machen, bin sofort wieder da. Also bis gleich. So, weiter geht's. Und wir fahren direkt los. Und ich hoffe sogar, halt, da sollte ich diesmal ein bisschen gezielter fahren und nicht so schnell lospreschen, ne? Wenn ich mal hier durchfahre, so, damit wir Wind haben. Aber ich glaube, ich nehme nicht volle Segel. Das war letztes Mal keine gute Idee. Könntest es natürlich wieder vorspulen, aber will ich ehrlich gesagt gar nicht. So. Dran vorbeigeschlittert. So. Bitte sag, dass wir noch Wind haben. Nein! Mann, das wäre perfekt. Was ist denn das immer mit dem Wind? Das ist doch echt scheiße, Alter. Als ob das Spiel das mit Absicht macht. Als ob wir ein Boot setzen. Und er merkt, aha, er hat ein Boot in diese Richtung gemacht. Da sollten wir den Wind mal wechseln. So, weißt du, was ich meine? Come on. Und jetzt hänge ich hier schon wieder. Also, dieses Schifffahren finde ich noch ein bisschen nervig. Also, so ein bisschen. Vor allem, es ist ja ein Wikinger-Game. Sollte das doch ein bisschen mehr Spaß machen, oder? Oder wollen die Entwickler gar nicht, dass es Spaß macht? Wollen die Entwickler einfach nur ein schwieriges Spiel machen? Wahrscheinlich, ne? Oh! Da ist ein grauer Stein. Wir kommen aus dem Aschenlande raus. Was mache ich hier überhaupt? Ich fahre ganz falsch. So viel zum Thema, der Wind steht falsch. Nein, wir stehen falsch. Da! Hier sind die Felsen nicht mehr. Schön wieder zurück. Ab nach Süden.
So. Und wir müssen sogar noch mehr nach Süden, ne? Ja, hier so hin. Dann bleibe ich mal, solange wir können, an der Kante dieser Steine. Da muss ich nicht durch die durchfahren, sondern wir fahren sozusagen an der Grenze, wo das... Was ist das denn? Was ist das denn? Das sind so Steine im... Huch! Oh! Ah! Das, diese Steine kennen wir schon. Aber was waren das da gerade für komische... Die sahen irgendwie ein bisschen aus, als wären die aus den... Aus den Ebenen. Diese hohen Steine aus den Ebenen. Hä? Aber warum? Die sind ja nicht im Wasser. Die sind doch nicht in den Aschenlande. Warte mal. Wir entfernen uns so weit von den Aschenlanden. Ich fahr mal so. Oh, ohne diese Felsen ist es so viel angenehmer zu fahren, ne? Wir müssen wirklich theoretisch noch weiter in den Süden, ne? Ich fahre erstmal noch ein Stück. Nur ein kleines Stück. Weil, wenn ich jetzt hier so lang fahre, ne, und dann komme ich wieder irgendwie auf so eine kleine winzige Insel oder so. Oh oh! Bitte sieh mich nicht, er sieht mich. Gut. Dann mache ich dich eben platt. Energieschild. Das sieht ja geil aus. Dass es so gerade da durchkam. Huch, wir fahren ja weiter. Ich denke, er fährt nicht, wenn ich nicht am Steuer sitze. Warte mal, warte mal, warte mal. Digga, kannst du mal bitte anhalten? Also löblich, dass du weiterfahren willst, aber ich muss mich hier um den kümmern. Wo ist er denn? Ah, hier. Ich habe Angst, hier drauf zu steigen und dann runterzufallen. Oh oh, es brennt! Oh, es kann brennen, das wusste ich nicht. So, jetzt aber, komm. Salve drauf! Gott sei Dank ist er auch nass natürlich. Dadurch kriegt er extra Schaden von Frost. So, tschüss. Und dein Loot ist direkt hier vorne. Das ist direkt bei der Leiter. Komm. Her mit dem Loot. Und schnell rüber. Rüber, 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 rüber. Ich hasse es, in diesem Wasser zu sein. Gut. Oh, und jetzt sind wir hier schon wieder bei diesem Felsen. Och, nö. Ja, jetzt ist er einfach geradeaus weitergefahren, ne? Vorspulen. Weil ich will euch das echt nicht antun, wie ich mich hier durchquäle. Das finde ich für mich schon anstrengend genug. Da will ich nicht wissen, wie sich das für euch anfühlt. Wenn ihr euch denkt, nein, du hättest da links gesollt und nicht nach rechts. Deswegen, ich spule das vor, ne? Ist, glaube ich, besser so. Also würde ich sagen, bis gleich. So, Gott sei Dank, wir haben endlich Land gefunden. Sieht genauso aus wie vorher. Wow, was geht hier ab? Nein, nein, nein! Oh Mann, och nee. Thank you.
sind wir endlich. Oh Mann, was ein Krampf. Was ein Krampf. Und das Schiff ist gerade fast down gegangen. Gott sei Dank hatte ich ein Dingens dabei. Eine Werkbank dabei. Die hat... Da konnte ich dann Gott sei Dank eben gerade noch mal kurz reparieren. Moment, ich mach mal hier Segel weg. Halt. Und Ruder auch weg. So. Und jetzt haben wir hier zwei Schiffe. Eins hier und eins da hinten. Aber wir müssen erstmal hinten zu unserer Leiche, um das Portal zu bauen. Also nichts wie hin da. So. Oh, und diese Geier, ne? Es kamen so viele Geier. Unfassbar. Aber gut. Und hier muss ich natürlich aufpassen, nicht zu sterben. So. Da an dich. Ich habe keine Tränke, ne? Das ist natürlich doppelt ärgerlich. Oh, noch ein Krieger, come on. Da ist ein Spawner bestimmt, ne? Ich lasse das Schiff da erstmal. Der hat uns, glaube ich, vorhin umgebracht. Aber wo ist das andere Schiff? Da. Da muss da auch irgendwo unsere Leiche sein. Oh, warte mal. Die haben doch keine Aufmerksamkeit auf mich bekommen. Dann gehe ich da mal drum rum. Um sie nicht unnötig auf mich zu lenken. Ja, wahrscheinlich locke ich dadurch dann andere Feinde her, ne? Ja. Hätte ich wohl gern. So oder so sind hier Feinde. Gut, ich regeneriere mal kurz meine Ausdauer. Weil wahrscheinlich ist unsere Leiche auf dem Schiff, ne? Und dann hierher und schnell ein Portal bauen. Dich mache ich mal platt. Jawohl. Ah, nee, da kommt ihr sowieso nicht hoch. Gut. Jetzt mit Verstand an die Sache gehen. Schön im Schutz bleiben. Nicht zu dicht an den Spawner gehen, damit die nicht auf mich aufmerksam werden. Sonst werden wir die nie wieder los. Und Ausdauer sparen. Ja, da sind natürlich genau auch welche bei dem Schiff. Ja, ich glaube, die muss ich erstmal plätten. Da komme ich nicht drum rum. So, der ist schon mal down. So. Piu, piu, piu. Und piu. Auf Wiedersehen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Hühnchen. Her damit. Und du kommst auch mal her.